Herzlich willkommen beim Stadtmagazin. Sie haben längere Zeit nichts mehr gehört vom Auenland. Warum? Das Ganze war vor Gericht und wurde nicht entschieden, nicht entschieden, nicht entschieden. Aber jetzt natürlich exklusiv bei uns beim Stadtmagazin. Wie sieht's aus? Es ist entschieden. Es ist entschieden. Heute ist die Entscheidung gekommen. Die Bürgerinitiative hat gewonnen. Heißt, für 2 Jahre lang ist das Auenland gerettet. Ich schau mal zurück und frag noch mal für den rechtlichen Laien. Es wurde entschieden, es darf dort gebaut werden. Ein Riesenareal. Wir reden über 2000 Menschen, über 750 Millionen Euro, die da tatsächlich irgendwie verbaut werden sollten. Und dann kam die Bürgerinitiative und hat gesagt, wir wollen das nicht. Genau. Und dann wurde das Ganze zurückgezogen. Und das war nicht rechtens. Doch, rechtens schon, aber mit anderen Konsequenzen, als sich die Stadtverwaltung und der Großteil der Kommunalpolitik das vorgestellt hat. Wir haben ja ein Bürgerbegehren gestartet, also Unterschriften gesammelt, die haben wir eingereicht und dann folgt normalerweise ein Bürgerentscheid. Heißt, der Bürger wird an die Wahlurne gerufen und darf selber entscheiden, was er will. Hier hat die Stadt aber versucht, das Ganze zu verhindern dadurch, dass sie selbst die Beschlüsse zurückgenommen hat, in der festen Absicht, die dann später wieder neu zu fassen. Da hat jetzt aber das Verwaltungsgericht uns Recht gegeben, so geht es nicht. Dadurch, dass die Aufstellungsbeschlüsse, also das Startverfahren dort zum Bauleitplanverfahren, dass das gestoppt wurde von der Stadt, führt dazu, dass dieselbe Wirkung eintritt, als hätten die Bürger sich gegen das Baugebiet entschieden. Heißt, 2 Jahre lang darf dort nichts mehr gebaut werden. Das Auenland ist so lange gerettet. Die Natur darf dort Natur bleiben. Frage, darf nichts gebaut werden oder darf auch nichts geplant werden? Darf auch nichts geplant werden. Das heißt, im Jahr 2024, im September, wo wir wahrscheinlich über die neue Bürgermeisterwahl reden, bis dahin darf nichts passieren. Bis dahin darf nichts passieren. Dann ist ein solches Bürgerbegehren bzw. Bürgerentscheid ist immer nur zeitlich befristet auf 2 Jahre. Dann könnte noch mal wieder neu gestartet werden. Insofern, es stehen Kommunalwahlen an im Mai. Der Bürger hat es jetzt in der Hand, über seine Stimmabgabe bei der Kommunalwahl über die politischen Mehrheiten zu entscheiden. Und die Alternativen sind ja klar, wer in Bad Bramstedt das Auenland bebauen will und wer das nicht will. Und dann mag sich jeder seine Meinung bilden. Also Sieg für die Interessengemeinschaft, Baustopp und Planungsstopp bis September 2024. Wenn Sie mehr Informationen erhalten möchten, natürlich beim Stadtmagazin. Ich freue mich auf Sie.